Also Betroffene von digitaler Gewalt können sich über verschiedene Kanäle an uns wenden, auch per E-Mail und per Telefon. Allerdings seit einiger Zeit auch über unsere neue App, die heißt Meldehelden und soll genau das adressieren, worüber wir heute auch schon gesprochen haben, nämlich dass zu wenig Menschen Strafanzeigen stellen wegen digitaler Gewalt und dass eben auch zu wenig Menschen, ja ich sag mal, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber in der Lage sind, das auch richtig zu machen, so dass es für die Strafverfolgungsbehörden verwertbar ist, denn es ist gar nicht so einfach, rechtssichere Screenshots anzufertigen und viele sind sich der Anforderungen gar nicht bewusst, an die Beweissicherung schon allein. Das heißt, mit der App kann man sehr niedrigschwellig, jederzeit überall auf dem Smartphone, solche Meldungen an uns weiterleiten, die wir dann uns nochmal anschauen und auch ein bisschen aufbereiten, dort, wo es notwendig ist. Und dann leiten wir das Ganze weiter, auch an eine spezialisierte Staatsanwaltschaft, nicht in Bayern, aber in einem anderen Bundesland, die sich dann, netterweise dieser Meldungen annimmt, immer dann, wenn nämlich der Wohnsitz der Täter und Täterinnen nicht, auffindbar ist. Das heißt, wenn theoretisch keine Zuständigkeit in der Bundesrepublik besteht. Und das ist etwas, wo wir eben natürlich unseren Beitrag auch sehen, die Anzahl der Strafanzeigen zu erhöhen und da Betroffenen auch das Leben einfach leichter zu machen, um diese Flut von Straftaten, die da im Internet, begangen werden, zu bewältigen. Jetzt, wenn ich Anwalt höre, dann klingeln bei mir natürlich erstmal die Dollarzeichen, Alarmglocken. Wie finanzieren Sie sich und kostet das was? Unser Angebot ist für Betroffene natürlich kostenlos. Wir arbeiten bei der Prozesskostenfinanzierung mit dem sogenannten solidarischen Modell. Das heißt, dann, wenn wir das Kostenrisiko für einen sehr kostspieligen Zivilprozess übernehmen und eine Geldentschädigung am Ende realisiert werden kann, fließt diese am Ende an uns zurück in unseren Fonds, damit wir weitere Prozesse davon bezahlen können. Ansonsten ist HateAid eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir bekommen natürlich auch öffentliche Förderungen, zum Beispiel vom Justizministerium und vom Familienministerium, für die Beratung insbesondere. Und auch ein paar Stiftungen haben wir, die uns unterstützen. Aber wir sind natürlich auch immer auf private Spenden angewiesen, um ja eben das Geschäft am Laufen zu halten und vor allem auch die Prozesse zu finanzieren.